Meine Damen und Herren, Jackie Payne ist live. Ich habe das jetzt gerade eben gehört, was hier abgeht. Ich weiß ganz genau, was hier abgeht. Deswegen ist Jackie Payne hier. Ich muss leider live kommen, weil es gibt so viele Gerüchte hier über mich und das kann ich mir einfach nicht gefallen lassen. Das geht einfach nicht. Ja. Ihr wisst, wie Jackie Payne einfach drauf ist. Und wenn Jackie Payne so drauf ist, dann kann ich mir das nicht gefallen lassen. Ich weiß, meine Damen und Herren, ich weiß ganz genau, ihr habt auf mich gewartet. Dankeschön für euer Vertrauen. Jackie Payne ist extra für euch live gekommen. Heute mal mit einem anderen Outfit, mit einem schwarzen Outfit. Das finde ich sehr, sehr gut. Mit einem schwarzen Outfit extra für euch. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich muss euch sagen, warte mal, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz sagen, es gibt eine Wandlung, es gibt eine Wandlung über Jackie Payne. Bist du Jackie Payne? Es gibt jetzt eine Wandlung. Bist du Jackie Payne? Ja, okay, das haben wir schon so oft genug gehört. Bist du Jackie Payne? Ja, da muss, also, wenn einer schon sagt, bist du Jackie Payne? Also Jungs, ich muss euch eins sagen. Ich habe das heute bei meiner Arbeit immer durchgezogen. Ich habe gesagt, immer zu meinen Arbeitskollegen, bist du Jackie Payne? Jetzt hört zu, hört ganz genau. Bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Nein, bin ich nicht. Dann halt die Fresse. Und das Beste ist immer so, wenn ich dann sage zu denen, sagt lieber ja, also passt auf, also es gibt zwei Formate von zum Beispiel, bist du Jackie Payne oder bist du nicht Jackie Payne? Diejenigen zum Beispiel, wo sagen, ich bin nicht Jackie Payne, und ich musste schon lachen, wenn diejenigen sagen, ich bin nicht Jackie Payne, dann sagt der eine, nein, bin ich nicht, dann halt die Fresse. Das sagt doch Exenkönig Artukan sogar mir gegenüber. Aber ich sag euch immer einen wunderschönen Traum. Wenn ich euch sage, bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Ich hab dich gefragt, bist du Jackie Payne? Ja, ich bin es. Und jetzt passt auf. Und wenn er sagt, ja, ich bin es, dann guckst du weiter. Ja, eben, da muss ich immer sagen, dann guckst du weiter. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Weil wenn einer sagt, ich bin nicht Jackie Payne, du, dann sage ich ihm einfach, halt die Fresse, Mann. Du, hallo, wenn schon jemand dich fragt, also. Ihr wisst ganz genau, heute bei, was heißt heute, schon seit einigen Tagen kursiert es, nicht nur hier bei YouKnow, das Problem ist, das kursiert schon in ganz Deutschland bist du Jackie Payne. Also ich muss eins sagen, das ist der Hammer. Also es kommen schon zu mir Leute und sagen zu mir, bist du Jackie Payne? Weil ihr wisst doch ganz genau, wie Artukan reagiert. Passt auf. Es funktioniert so. Es funktioniert so. Hört mal zu. Bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Kualda, ich komme von der Mama, Kualda. Ich kann nicht rückwärtsisch. Ich kann nicht rückwärtsisch sprechen. Kualda, ich weiß ganz genau. Warte mal ganz kurz. Ich will niemanden hier schlecht machen. Ich will niemanden schlecht machen. Ich finde Babo Killer wirklich, er ist ein Top-Mensch, ohne Scheiß, Mann. Aber dieser Atokan ist sowas von gefährlich. Ihr wisst ganz genau, in seinem Stream hat er mal gesagt, stellt euch vor, der Stream hat ja so angefangen. Warte mal, der Stream hat so angefangen. Also, der Atokan war ja beim Babo Killer. Er ist ja zum Babo Killer gegangen und hat gesagt: Du, ja. Warte mal, er hat gesagt: Ja. Ja. Ja, und er sagt ja. Und der Atokan sagt zu ihm: Bist du Jackie Payne? Und er: Ja. Ja. Und er sagt: Ich habe dich gefragt, ob du Jackie Payne bist. Sagt er, ja. Kualda. Kualda. Normalerweise hat er gesagt, du Alter. Also nicht falsch verstehen. Er hat gesagt immer du Alter, nicht Kualda. Aber ich finde das,
Ich finde es so geil vom Babo Killer. Ohne Scheiß, Mann. Der ist einfach der Best Promoter hier in ganz Juno. Und wenn Atokan ihn sagt, ich muss mich totlachen, Mann. So. Jetzt hör zu. Bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Kuh. Ja, Kuh. Kuh, Alter. Ich hab dich gefragt, ob du Jackie Payne bist. Nein, ich komme von der Mama. Und dann, ja, und das war halt so krass. Ich schwör's euch halt, ich musste mich so totlachen. Ich musste mich sowas von totlachen. Ich schaue das Video jeden Tag an. Jetzt ohne Scheiß, ich schaue das Video jeden Tag an. Und ich sage euch eins, ich gebe es euch für euer Leben. Also das Problem ist so, ich frage mal abends, wenn ich bei der Arbeit bin, also derjenige, der bei mir vorbeiläuft, der sagt, bist du Jackie Payne? Da sagt er, hä, was willst denn du? Ich hab dich gefragt, bist du Jackie Payne? Was? Und er sagt ja, nein, bin ich nicht. Dann halt die Fresse. Dann halt die Fresse. Und jetzt pass auf, ich habe jetzt den Spieß umgedreht und dann bin ich zu den einigen gegangen. Ich habe zu den einigen gesagt, pass auf, sag nicht nein, sag lieber ja. Sag lieber ja, bevor du nein sagst. Und dann habe ich gesagt, bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Ja, ich bin Jackie Payne. Dann guckst du weiter. Ja, dann musst du ihm sagen, dann guckst du weiter. Ja, er muss ja weiter gucken. Was bleibt ihm denn schon anders übrig? Aber ich finde es so, so schön. Das finde ich einfach so richtig toll, Mann. Weil ich muss euch sagen, das mit diesem bist du Jackie Payne, ich muss ich sagen, das geht schon bei meinen Kindern in der Schule schon um. Also jeder sagt schon zu dem einen anderen, bist du Jackie Payne? Ja, hallo, sag mal, was, ich meine, ich weiß gar nicht, was wollen sie eigentlich immer von mir? Ich meine, ich habe doch niemals gesagt, bist du Jackie Payne? Das hat doch Atokan gesagt, der Ex-König Atokan, mein großer Gegner auf jeden Fall. Er hat doch das gesagt. Weil ich war der einzige Echsenjäger-Mensch hier, hier bei Juno. Ich habe damit angefangen. Also, wenn es einen Echsenmenschenjäger gibt, dann brauchen wir auch einen Echsenkönig Atokan. Ist ja wohl normal. Und ich war gestern in meinem Stream, ich habe gesagt, Echsenkönig Atokan, wenn du hier bist, also wenn du hier bist, dann komm bitte her, ich warte auf dich. Ich hoffe, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuschauer, dass er heute hier erscheint, weil normalerweise wollte ich heute überhaupt gar keinen Stream machen, weil ich war heute nur als Zuschauer, bin zu jedem reingegangen, habe zu jedem gesagt, hallo zusammen und so, war schon bei einigen Gast hier, aber mehr will ich nicht sagen, weil ich Jackie Payne bin Jackie Payne. Also, wenn ihr mich fragt, Dankeschön für die ganzen Likes, machen wir da, Dankeschön, ich danke euch für die gesamten Likes. Also, das war jetzt eine ungeplante Ding hier, ein Stream hier, weil das wird doch nicht begleitet. Nein, bist du Jay. Ja, ich sage euch nur eins, auch ich, jetzt hört mal zu, das ist jetzt keine Lüge. Auch in der Bundesregierung, sogar im Bundestag, sagen die Politiker schon sich unter sich, bist du Jackie Payne? Ich schwör's dir, ohne Scheiß, die sagen, schau mal, der Verkehrsminister, der Außenminister, der Innenminister sagt zu Angela Merkel, bist du Jackie Payne? Jetzt hört mal zu, die Angela Merkel sagt, Zimmer, was laberst du, Mann? Ja, alle, was laberst du? Was für Jackie Payne, Mann? Ja, wir kennen Jackie Payne, das ist der Echsenjäger von König Atokan. Echt, und ich muss mich sowas von totlachen. Gestern hat die Angela Merkel bei mir angerufen und die hat gesagt, Jackie, hör auf mit dem Scheiß, weil die ganzen Politiker kommen schon wieder und mach langsam, bevor noch die Außenminister von anderen Welt auch noch kommen und sagen, bist du Jackie Payne? Hab ich gesagt, dass ich Jackie Payne bin? Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich Jackie Payne bin. Das ist doch eine reine, normale, kuriose Bindung. Also Jackie Payne, ich meine, ja, ich meine, ich bin ja Jackie, ich bin ja der wahre Jackie Payne, der wahre Jackie Payne, der Echsenmenschenjäger. Aber alles andere können keine Jackie Payne sein. Also ich bitte euch auf jeden Fall, die Krebsmenschen. Du, Ryan Williams, ich sag dir eins, die Krebsmenschen, wie sagst du, Krebsmenschen, wie sie auch heißen, die können mich sicherlich nicht holen. Auf jeden Fall können sie mich nicht holen. Also ich muss sagen, also ich werde heute Abend eine Comedy rauslassen. Also ich muss sagen, an alle Moderatoren von Juno, alles, was ich heute hier sage, ist reine Satire, reine Comedy, reine Stand-up, okay?
Bitteschön, ihr schaut, die können mich nicht in Ruhe lassen, sie rufen mich immer noch an und das finde ich einfach scheiße, weil sie mich immer noch stören um diese Uhrzeit. Okay, er hat aufgelegt. Ich meine, er kann ja auch auflegen, ist auch sein gutes Recht. Wenn er anrufen kann, kann er auch natürlich auch wieder auflegen, oder ist ja normal. Aber ich muss euch eins sagen. Nein, der ruft schon wieder an. Der ruft schon wieder an, Mann. Ohne Scheiß, der ruft schon wieder an. Nein, ich schwör's euch, ich habe ihm heute gesagt, hör auf anzurufen. Das ist einfach scheiße, was du da machst, weil wenn du so viel Zeit hast, den Jackie Payne anzurufen, dann lass es lieber bleiben. Weil das bringt ihm doch gar nichts. Ich meine, und wenn er auch anruft, er labert nichts. Schaut, er ruft an. Moment, ich gehe jetzt ran. Moment, ich gehe jetzt ran. Ich gehe jetzt ran. So. Ich mache Lautsprecher an. So. Hallo, hier ist Jackie Payne. Was willst du? Hallo? Hallo? Wer bist du? Schaut mal, er redet nichts. Er labert nichts, als hätte seine Stimme verschlagen. Er kann nicht reden. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ja, kann, so, sag mal, ganz kurz, warte mal ganz kurz. Außerhalb der Zuschauer, kannst du. Irgendwas mal, du hast mich schon bestimmt in diesem Monat, hast du mich bestimmt schon 300 Mal angerufen. Kannst du mal bitte mal Hallo sagen? Sag einfach mal Hallo. Ich meine, ich bin ja da, ich bin auch der Jackie Payne. Sag doch einfach mal Hallo. Ich bin der originale Jackie Payne. Ich bin nicht der gefälschte von Artokan oder sowas. Sag doch, er hat aufgelegt. Warum er aufgelegt hat, Moment, es ist, meine Damen und Herren, zweiter Anruf, zweiter Anruf. Zweiter. Hallo, hier ist Jackie Payne. Wer bist du? Hallo, Jackie Payne. Hallo, wer bist du? Das ist bestimmt sein Bruder. Das ist bestimmt sein Bruder. Er kann auch nicht reden. Sag mal, hast du dir die Zunge verschlagen oder was? Hallo, kannst du mal reden, bitte? Nein, tut mir leid, er kann auch nicht reden. Ich weiß nicht, warum er nicht reden kann. Prinz Edward, danke für die ganze Zeit. Kannst du mal bitte reden? Okay, er kann nicht reden. Er hat die Zunge auch verschluckt. Also, das heißt. Ich muss leider als Echsenjäger Jackie Payne auflegen. Ich muss ja auflegen, weil dass ich nicht einfach korrekt finde, dass irgendwie solche Leute hier bei mir anrufen. Und noch was, jetzt passt auf. Prinz Edward, Dankeschön, dass du da bist. Ich muss jetzt ganz, ganz öffentlich hier, ganz, ganz öffentlich hier mitteilen. Bitte. Wer kann mir, Prinz Edward, danke schön für deine 50 Likes. Ich weiß, du hast es schon versucht. Bitte, ich bitte euch zum letzten Mal in meinem gesamten Leben als Echsenjäger Jackie Payne. Wer kann mir, ich sage es jetzt ganz öffentlich, wer kann mir Manicam installieren? Bitte, kann einer in der Sachlage sein, mir Manicam zu installieren? Also, ich drehe es langsam gleich durch. Ich habe so viel Videos euch zu zeigen, zu euch zu präsentieren, aber es klappt nicht. Ich habe den besten Computer hier, den Supercomputer hier, und jedes Mal, wenn ich es machen will, klappt dieses scheiß Manicam hier nicht bei mir und das regt mich einfach auf. Und irgendwann drehe ich durch und schaut mal, und er ruft schon wieder an. Aber diesmal werde ich nicht rangehen. Wisst ihr, warum ich nicht rangehen werde? Weil es ein Verräter ist. Das ist einer von diesen Echsenmenschen, Spionen, sagen wir mal so, Echsenmenschen, Spionen. Und ich mag das nicht. Ich weiß es nicht. Ich warte mal, meine Damen und Herren, ey, das macht. Nein, warte mal. Das ist jetzt die Real TV hier bei Jackie Payne. Ich warte jetzt hier auf Echsenkönig Atokan. Ich hoffe, er kommt heute hierher, weil ich habe ihm gestern gesagt, Echsenkönig Atokan. Du bist ein Feigling, du hast schon dein Leben in die Toilette reingespült, das hat er auch gemacht, aber das Problem ist, er hat sein Leben in die Toilette reingespült und das Problem ist, er ist am Ende wieder rausgekommen. Und was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn er am Ende wieder rauskommt? Ja, überleg mal ganz genau. Ja, da steht er wieder vorne bei mir und will mich ja haten. Meine Damen und Herren, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr wisst ganz genau, was gestern passiert worden ist hier bei mir. Gestern Abend, ohne Scheiß. Um 0:30 Uhr, um 0:30 Uhr habe ich eine Pizzalieferung bekommen. Ja, um 0:30 Uhr von einer indischen Pizzeria. Das heißt, um 0:30 Uhr hat mein Klingel dring dring geklingelt. Ich habe gedacht, du, was geht ab? Du, was geht ab, Mann? Wer klingelt schon bei mir um 0:30 Uhr?
Und erstens mal musste ich aus dem Fenster herausschauen. Ich musste ja herausschauen. Und ich gucke, Pizzaservice. Oh, was gibt Pizzaservice? Ich habe erstmal meine Kinder gefragt, du, habt ihr Pizza bestellt? Also, nee, Papa, wir haben keine Pizza bestellt. Okay, ich bin dann runtergegangen, ich bin dann runter an die Tür, habe die Tür aufgemacht. Der Typ, ohne Scheiß, ey, der Typ stand mit so einem riesen Karton, so einem riesen Fächer. Und was war drin? Ohne Scheiß, ich muss jetzt euch mein Erlebnis erzählen. Partypizza, Familienpizza, Spaghetti Carbonara und noch was weiß ich von Kardamellen und solche Calamaris. Alles war bestellt. So, und ich so, und wer hat das bestellt? Ich hab ihm gesagt, wer hat das bestellt? Sagte, ja, das waren Sie, Ihre Adresse, Nummer, Telefonnummer. Und ich habe gesagt, über was wurde das bestellt? Ja, Lieferando. Über Lieferando haben Sie bestellt. Ich habe gesagt, nein, ey. Ich habe gesagt, hey, Herr Pizzabestellung, ich habe sicherlich gar keine Pizza bestellt bei euch, ja. Und das, jetzt pass auf, das waren ja die Hater. Die haben über meinen Namen, die haben einfach alles mitbekommen. Die haben meine Adresse, sie haben meinen Namen, meine Telefonnummer. Und, meine Damen und Herren, sie schicken mir um 0:30 Uhr gestern, das ist ja eine komplette Hausfriedensbruch in meiner Art und Wesen, ja. Und schicken mir hier eine Riegen. Und, pass auf, eine Pizzabestellung von 47 Euro. Okay, ich sag mal so, wenn die Bestellung 12, 13, 14, 15 Euro wäre, hätte ich gesagt, okay, komm, ich nehme sie. Dann hätte ich noch dem Hater gesagt, du weißt was, Dankeschön für die Bestellung. Zum Glück habe ich die Bestellung nicht gemacht, aber du hast es für mich gemacht, dann hättest du es auch noch gekauft. Aber für 47 Euro, ich weiß ja gar nicht mal, was da drin war. Und dann hat er mir so seine Vertragsliste, also seine Auftragsliste gesagt, also seine Bestellung. Ich zeige es euch hier gleich, passt mal auf. Ich habe es hier ein Foto gemacht von Lieferando und passt mal ganz kurz auf, was da drin steht. Okay, ist zwar nicht so gerade in Auflösung, aber ich habe es hier. Ich werde es euch hier, ihr könnt ja sehen, falls ihr das sehen vom hellen Licht, hier steht Lieferando. Ja, da stehen meine Daten und passt mal auf, passt mal ganz schön genau auf. Schaut mal die Rechnung an. Der Kunde bezahlt mit 60 Euro. Ich hoffe, ich kann es. Ah, ach, jetzt kommt der Hater schon wieder. Und schon wieder ruft dieser verdammte Hater an. Seht ihr, dieser Hater, egal was ich glaube schon, dass er das war, weil jedes Mal, wenn ich etwas zeigen will, ruft er die ganze Zeit an und das regt mich auf. Das regt mich total auf. Ich weiß nicht, warum er das macht. Hey, du dummer Hater, lass mich doch mal etwas zeigen. Also hör mal doch mal eine Minute auf mich anzurufen. Eine Minute lang. Und dann akzeptiere ich doch dein Leben. Also, ihr seht, pass auf, ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Also die Bestellung kam über Lieferando. Ja, und da steht alles, meine Daten, meine Adresse. Hier steht auch der Betrag 7. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Okay, vielleicht könnt ihr es ja nicht lesen, weil die Qualität ist jetzt da. Seht ihr, was habe ich euch gesagt? Er ruft wieder an. Er ruft wieder an. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, auch wenn ich jetzt rangehe, er wird sowieso keinen Ton reden hier von mir. Er wird gar nichts reden. Und ich war heute bei der Polizei. Ich muss sagen, ich war heute bei der Polizei. Ich bin hier in meiner Stadt zur Polizei gegangen. Ich habe gesagt, du, Jungs, passt mal auf. Gibt es hier einen Beamten, der sich über Internet auskennt? Da musste ich noch 5 Minuten warten. Ich habe auch 5 Minuten gewartet. Dann kam einer von der Polizei und hat gesagt, ja, was haben Sie für ein Problem? Ich habe gesagt, ja, ich habe so ein Problem, ich habe Hatering. Erstmal habe ich gesagt, ich habe Hatering. Da hat er gesagt, was ist Hatering? Ja, ich werde von Internet belästigt. Ah, okay, wir schicken Ihnen eine von der Polizeiwachdienst, die wo sich damit auskennt. Und dann haben sie mir halt eine von der Polizei geschickt. Dann hat er mich genommen, kommen Sie bitte, hat er so einen Code genommen, Schlüssel aufgemacht, Tür aufgemacht, dann sind wir in seinem Büro reingegangen. Ich habe gesagt, ja, so und so und so und so sieht's aus, bitteschön, schauen Sie das an. Und ja, und gestern Abend wurde mir eine Pizza geliefert um 0:30 Uhr. Und dann habe ich gesagt, muss ich jetzt eine Anzeige erstatten oder muss diejenigen die Anzeige erstatten, die wurde Pizza liefern? Und der Polizeibeamte hat mich dann gefragt, ja, über was wurde diese Pizza bestellt? Ich habe gesagt, ja, über Lieferando wurde das bestellt. Und dann hat der Polizeibeamte zu mir gesagt, ich sage jetzt nicht meinen Namen, aber die haben gesagt, Mr. Jackie Payne,
In dem Fall muss der Pizzalieferant eine Anzeige erstatten, weil die Pizzalieferung kam ja über ihren Na also über seinen Namen, der Lieferant, über Lieferando. Und das kann man sofort herausstellen. So, jetzt hat der Polizeibeamte mir gesagt, jetzt müsst ihr mal gut aufpassen, der Polizeibeamte hat mir gesagt, derjenige, der sich bei Lieferando oder Lieferheld, ja, anmeldet, also das heißt, man muss sich ja anmelden bei Lieferando, Lieferheld. Man muss sich anmelden, um überhaupt eine Bestellung aufzugeben, ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann habe ich den Polizeibeamten gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wenn man einen Fake-Account macht oder eine Fake-E-Mail-Adresse und so. Und der Polizeibeamte hat mir gesagt, Mr. Jackie Payne hat er gesagt, es gibt Leute, die sich eine Fake-E-Mail-Adresse installieren können und trotzdem sich bei Lieferando oder bei Lieferheld anmelden können. Und wenn sie ihre Daten haben, dann können sie sie über ihre Daten dann bestellen. Und dann hat der Polizeibeamte mich gefragt, Mr. Jackie Payne, woher haben Sie denn Ihre Adresse? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, die haben mich bestimmt gehackt oder so, keine Ahnung. Ja, wenn es wirklich zu schweren Straftaten kommt und wenn das sich wiederholt, also mit den Pizzalieferungen oder vielleicht morgen steht ein Lieferant von einer Möbelfirma oder das sind Elektronikfirma, dann bitte kontaktieren Sie uns, weil das ist eine wichtige Sache. Und passt auf, der Polizeibeamte hat gesagt, Herr Mr. Jackie Payne, in Wirklichkeit wollen wir das jetzt in unserer Stadt nicht haben, weil ich hab dem Polizeibeamten erklärt über Drachenlord, was damals in Alt-Schauerbeck abpassiert ist, über die Hater. Und die haben dann zu mir gesagt, wir wollen das halt hier in unserer Stadt nicht haben. Und wir kennen sie ja nicht. Wir wissen ja nicht, wer sie sind, ob sie ein bekannter YouTuber oder YouNower sind und so. Ich habe gesagt, nein, bin ich nicht. Ich habe gesagt, nein, das bin ich nicht. Ich bin so im Startlauf, also so Senkrechtstarter, so nach oben. Und der andere Polizeibeamte hat angefangen zu lachen. Der hat gesagt, der musste halt lachen. Und ich weiß nicht, wenn einer lacht, dann, ich glaube, der ist selber in seinem Internetnetzwerk. Und ich hab noch sein Gesicht angeschaut. Der hat gesagt, okay, passt schon. Passen Sie auf Sie sich auf und wenn es irgendwie welche unannehmlich geleitet, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, Unannehmlichkeiten gibt, dann bitte informieren Sie oder rufen Sie an. Der hat mir auch eine Karte gegeben von der Polizeiwache. Ja, und ich werde mich auch danach richten. Also, wenn es mal dazu kommt, okay, zum Glück haben wir Winter. Zum Glück haben wir Winter. Ich glaube, Hater kommen ja nicht so gerne im Winter. Die wollen ja schon im Sommer kommen. Und das habe ich denen gesagt. Und okay, und werde auch in Verbindung bleiben. Ist okay, das ist auch gut so. Und die haben mir noch gesagt, wenn es noch irgendwie welche Lieferungen gibt, oder egal von was der Firma, bitte geben Sie uns Bescheid, damit wir uns darum kümmern können. Das geben wir dann in die Abteilung der, wie heißt das immer so? Was hat er gesagt? Wir geben das in die Abteilung der EDV. Wir geben das in die Abteilung der EDV. Die werden sich dann darum kümmern, wer sie da in diesen Sachen belästigt. Oder wir werden auch denjenigen finden, der wo diese Bestellungen oder einige Bestellungen auch aufgibt. Ich habe gesagt, Dankeschön, Dankeschön, dass ihr mir auch behilflich wart. Nein, die haben sich, das war eine gute Kooperation mit denen, war auch wunderschön. Und ich hoffe, heute Abend war alles in Ordnung. Heute Abend war keiner da. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben jetzt 12:34 Uhr. Vergiss nicht, um diese Uhrzeit, gestern, um diese Uhrzeit kam ja die Lieferung. Und ich glaube, Moment mal, wartet mal. Psst, warte mal. Moment, nein, nein, ich habe irgendwas gehört. Ich muss mal kurz rausschauen. Es ist zwar kalt draußen, aber ich muss mal ganz kurz raus. Ganz kurz, meine Damen, ganz kurz. Vielleicht ist ja jemand da. Ganz kurz. Also, okay. Ihr könnt euch beruhigen. Das waren nur die Blätter von den Bäumen, die wohl im Herbst herunterfallen. Vielleicht haben sie ein bisschen Krach gemacht, aber passt schon und das ist okay. Aber ich muss euch eins sagen, man macht sich schon Sorgen. Und wenn man schon ein normales Leben führt, auch wenn man hier jetzt in Juno streamt oder egal wo, ich meine, man macht sich schon ein bisschen Sorgen, weil egal wo man ist oder man ist am Einkaufen, man ist vielleicht draußen und dann macht man sich Sorgen, wer ist da oder wer ist nicht da.
Also dann kann ich dem Rainer Winkler, dem Drachenlord, richtig recht geben. Er ist zwar ein Mensch, der ist sehr, sehr alleine und ja, also ich bin hier nicht alleine. Ich muss meine Haare richten. Wenn Atokan kommt, wird er mich sicherlich sagen, du bist ein Trolltrottel, richte mal deine Haare und so. Also Atokan, Echsenkönig Atokan, mag es ja nicht, dass die Haare irgendwie so schräg und dumm hier stehen. Da, bitteschön. Und schon wieder da. Und schon wieder sind die Anrufe da. Aber diesmal gehe ich jetzt ran. Warte mal. Diesmal gehe ich ran oder ich will mal sagen, ich will mal wissen, was er sagt. Warte mal. Ich mache Lautsprecher an. Hallo. Ey, wer bist denn du, Lan? Ey, sag mal, bist du nicht krank oder was? Wer bist denn du? Sag mir. Halt, warte mal. Wer bist du? Nein, nein, ich habe doch dich gefragt, wer bist du? Bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Was? 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 Was für Bestellung? Von was für Bestellung? Warte mal, sag mal, wer bist du eigentlich? Sag mir erstmal, wer du bist. Wer bist du eigentlich? Bist du Pizza? Wer bist du? Bist du Pizza-Inhaber? Wer bist du? Wer bist du? Und von wo rufst du an? Von wo rufst du an? Was? Heute selbe Bestellung, 50 Euro und von gestern war die gleiche. Aber hallo, ich habe doch gesagt, ich bin nicht dieser Mann. Ich bin nichts. Ich bin schon Jackie Payne, aber ich bin nicht dieser Atokan. Ich bin nicht Atokan. Ja, ich wohne da, wo ich wohne, in der Stadt. In der Stadt wohne ich. Starte, in Starte Singen. Ich wohne in Starte Singen. Ja, Moment, Mann. Ja, Moment, warte mal. Die Straße stimmt. Sag mir mal die Nummer. Welche Nummer? Welche Nummer habe ich von Straße? Ja, stimmt. 76 stimmt. Aber Moment mal. Wer hat Lieferung aufgegeben? Wer hat gesagt Lieferung Stopp? Oder wer hat gesagt Lieferung vorwärts gehen? Wer hat das gesagt? Von Lieferando. Moment, Moment, Bestellung ist gekommen von Lieferando. Und wer hat angerufen? Wer hat oder wer hat E-Mail geschickt zu euch? Ah, du musst gehen Polizei. Und worum gehst du Polizei? Aber ich habe doch nichts damit zu tun. Ja, jetzt. Was? 50 Euro und 20 Euro Bestellung? Und jetzt kommt Polizei oder was? Nein, Moment mal. Gestern war Bestellung 47 Euro. 47 Euro, ich weiß. Ich hab ein Foto von Quittung der Rechnung. Ja. Oh. Nein, 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 nein. Ich habe doch gar keine Pizza bestellt. Sag mal, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Von welcher Pizzagesellschaft bist du? Wie heißt deine Pizzeria? Pizza Blitz. Von Gottmadingen. Du bist von Gottmadingen, oder? Also, das heißt, du willst mir noch mal Pizza zu mir bringen. Du willst mir noch mal eine Lieferung bringen oder was? Was ist los? Oh, ey, hallo, comprende, ich kann indische Sprache sprechen. Warte mal, ich mach auf Deutsch sprechen. Gestern warst du da, hast du gekommen, hast du Klingel gemacht, düdüdüd, und dann hast du gesagt, 47 Euro bezahlen Pizza. Aber ich habe diese Pizza nichts bestellt, ich bin nichts dieser Mann. Ja, weißt du warum? Dieser Vollidiot von Atokan hat gemacht meine Nummer in deine Lieferando. Deswegen hast du meine Nummer. Verstehst du?
Ja, was? Kommt jetzt wieder neue Bestellung oder was? Nochmal. Moment, Moment. Und was bekomme ich heute Abend? Was kriege ich heute Abend zum Essen? Pizza, Spaghetti oder Carbonara? Was? Doppelhamburger, indischer Hamburger, indischer Hamburger. Oh mein Gott. Ah, Moment, Momento, Momento, Momento. Ich weiß, ich bin kein Italiano, du bist kein Indiano und ich bin kein Turko. No, 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 no. Moment, Momento, Momento, Momento. Sie verstehen mich hier falsch. Ich bin Giuseppe. Mein Sohn ist Massimo. Ich habe keine. Nein, ich habe. Ja, aber ich habe. Ich verstehe dich schon. Ich verstehe dich schon. Ich bin kein ausgebildeter Dumme. Aber wer hatte die Pizza bestellt bei dir? Wer war dieser Mensch? Was? Ach so, Momento, Momento. Polizei hat bei dir bestellt, Pizza für mich in Adresse. Hast du das gemeint? Ah, jetzt habe ich. Ah, jetzt hast du Scheiße gemacht. Siehst du, jetzt hast du auch mal Scheiße gemacht. Ich habe nichts bei dir angerufen. Ich bei Lieferando. Welch Lieferando? Ist das eine Kettefabrik von Ikea? Was ist Lieferando? Okay, pass auf. Du machen so. Du suchst diesen Mann, wo hat er bei dir angerufen? Ja, wer sucht dann? Wer sucht Polizei jetzt bei dieser Pizzabestellung? Wer sucht jetzt dann? Ja, und ich bin schuld jetzt. Ich bin jetzt schuld für deine Bestellung. Ah, okay, ich komprende, komprende, I understand, ich verstande ganz gut, ich habe in Rom gelebt, 2 Jahre in Rom, kann gut Italienisch. Dieser Mann, wo hat bei dir angerufen, ja, mit diesem Mann, mit, was? Aber, Moment mal, wie heißt du, wie ist dein Name, wie heißt dein Name? Ja, aber du hast meine, du weißt auch, wie ich heiße. Jackie? Ja, ich habe WhatsApp, ich habe Instagram, ich habe YouTube und you know. Aber von wo weißt du meine Nummer? Wo weißt du, wie ich heiße? Wo weißt du, weißt, wie ich. Ob ich warte. Ob. Ja, WhatsApp, WhatsApp, ja, WhatsApp habe ich Nummer. Und du schickst mir jetzt ein Bild bei WhatsApp mit meiner Nummer, von deiner Nummer, oder wie? Ah, okay, schicke mal bei meiner WhatsApp mit der Nummer von mir, was du geschickt habe zu mir. Okay, habe ich verstanden, richtig? Du schickst mir Polizei. Aber jetzt macht Polizei Pizzalieferung zu mir, bringt Polizei mir jetzt Pizza. Aber warte mal, Polizei bringt mir jetzt Pizza und du bringst mir keine Pizza. Und wer bringt mir jetzt Pizza? Aber Momento, 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 Chick Roboto Charlie, Momento. Wer hat gemacht? Er hat aufgelegt. Er hat wirklich aufgelegt. Jetzt hat er mir doch zu mir gesagt. Ah, allora, allora, allora. Momento, Momento. Du kannst mich noch hören, kannst mich noch hören. Ja, parlare italiano, si, comprende, si. Carbonara, Romeo, Rom, Siciliano, halbe Brücke. No, 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 no. Ich kann super gut Italienisch sprechen. Ich habe 3 Jahre in Italien gelebt. Ja, sprechen mit mir.
Allora. Ah, du habe Angst, eh? Du kannst nicht mit mir sprechen, Italiano, eh? Ah, Momento, zweiter Anruf. Zweiter Anruf, der nächste Pitch schon dran hier. No, jetzt haben alle aufgelegt. Jetzt haben alle aufgelegt. Also, so wie ihr verstanden habt, waren hier einige Pizzalieferanten, die wollten mir eine neue Lieferung schicken. Und dann habe ich denen gesagt, nein, die haben gesagt, dass sie das der Polizei schicken wollen. Die Polizei bringt mir jetzt die Pizza. Das ist doch eine Scheiße, Mann. Also, es kann ja gut möglich sein, dass diese Pizza-Agenten, ja, jetzt die Lieferung zur Polizei schicken und jetzt, ich lache mich gleich tot, jetzt kommt die Polizei mit Blaulicht und schickt mir eine Pizza. Mr. Jackie Payne, haben Sie eine Pizza bestellt? Auf Blaulicht. Dann sage ich, oh, wunderschön, Dankeschön. Ist ja auch wirklich warm. Ja, Jackie Payne auf jeden Fall, aber Sie wissen ganz genau, das kostet Ihnen was. Also eine Pizza im Blaulicht fahren, herzlich mit Martinshorn, das kostet Ihnen sicherlich etwas und das wird Ihnen sehr, sehr teuer zu gestehen kommen. Okay, ich werde jetzt abwarten, wer jetzt kommt. Nein, ich muss jetzt wirklich abwarten, wer jetzt überhaupt hierher kommt. Okay, aber er hat sich ja ausgegeben, als das wäre der gestriger Lieferant von Pizza Blitz von Gottmaningen, aber schade, schade, ich habe nur noch 7% auf Akku. Aber ich muss sagen, dieser Lieferant, der wo hier angerufen hat, der hat ja wirklich mega, mega viel Ahnung. Das ist ja krass, ey. Also, das kommt mir ein bisschen sehr total spanisch vor hier, was hier abgeht, meine Damen und Herren. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hätte jetzt überhaupt nicht gedacht, dass es überhaupt so weit kommt hier, aber es ist leider so weit gekommen. Und wieso und warum? Keine Ahnung. Jetzt warte ich auf den Anruf, aber eins muss ich sagen, er hat sich mega, mega aufgeregt wegen der Lieferung, weil ich halt ihm 47 Euro nicht bezahlt habe. Ja, hallo, ich habe doch die Pizza nicht bestellt. Das war ich doch gar nicht. Das war doch ganz jemand anders. Ah, mein Gott. Aber ist egal, ist ja nicht so schlimm. Wir werden jetzt hier auch weitermachen, meine Damen und Herren. Ich warte jetzt auf den nächsten Anruf. Mann, ich bepiss mich jetzt gleich. Und Scheiß, Mann. Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt ruft er mich noch an. Der Lieferant von gestern und sagt, er hat eine neue Bestellung auf meinen Namen, auf meine Telefonnummer und er will jetzt die Pizza nicht liefern. Also so wie ich verstanden habe, er will die Pizzalieferung der Polizei bringen. Das heißt, die Polizei muss jetzt mir die Lieferung persönlich zu mir bringen. Das heißt, jetzt in 5 Minuten wird die Polizei kommen und mir eine Pizzalieferung holen. Sag mal, meine Damen und Herren, habt ihr das schon mal in Deutschland erlebt? Habt ihr sowas schon erlebt, dass die Polizei euch persönlich eine Pizzalieferung bringt? Also, ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt. Also, noch nie. Waren immer schon die Pizzalieferanten da, aber dass die Polizei persönlich mir eine Pizzalieferung erbringt, also, das wäre was ganz Neues. Ich muss sagen, also, das würde ich sogar bei Galileo veröffentlichen. Auf jeden Fall, du. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin zusammengebrochen. Also, ich bin zusammengebrochen. Das kann nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. So, hat vielleicht einer von euren Zuschauern irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Weil, schaut mal, wir haben jetzt 12:49 Uhr, 0:49 Uhr, die Pizzeria hat längst geschlossen. Aber es kann sein, dass sie mir vielleicht doch so eine Pizza liefern wollen. Ach, diese Hater, ich liebe euch Hater. Ich schwör's, ich liebe euch Hater. Das ist einfach richtig krass, was ihr da macht, ohne Scheiß. Okay, ich habe es gerade eben gelesen. Wir haben hier Gäste hier. Oh nein. Oh. Also, happy happy. Ich weiß ganz genau, dass du hier bist. Ich hätte es mir auch gar nicht vorstellen können. Aber, ja, aber zum Trotz, ich schwöre, zum Trotz nehme ich dich hier als Gast. Dave, 1985, warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt mal kurz den Happy Harping nehmen hier als Gast. Ja, ich will mal wissen, was er eigentlich hier zu sagen hat hier zu mir. Nein, das interessiert mich jetzt auch. Ich will mal wissen, was er zu sagen hat. Weil So. ich bin sehr, sehr interessant. Guten Abend. Guten Abend, mein Freund. Erstens mal, du hast schon einen roten Kopf. Ich würde mal das Hemd Was? bisschen. Ich würde das Hemd Kann ich bisschen. dich hören? So, Moment, 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 Moment. So, jetzt kann ich dich hören. Jetzt geht's, hallo. So, also guten Abend erstmal, Jackie. Guten Abend. Kannst du bitte dein Hemd ein bisschen aufknöpfen? Du hast einen roten Kopf schon. Nein, 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 mein Hemd muss geschlossen sein. Das ist ein Grund der Echsenmenschen, weil hier sind die zwei Knöpfe, die können mich hier nicht beißen. Das ist nicht auch gut so. Das ist okay so. Mein Kopf ist immer normal. Gut. Und dann würde mich noch. Also ich möchte dir nicht zu so nahe treten, aber ich würde wirklich gern wissen,
Von all den Leuten, die behaupten, heterosexuell zu sein, hier auf der Plattform, Ja. dein Stil, deine Hemden, weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, auch so in muslimischen Ländern zum Beispiel, die Leute, die am homophobsten sind, das sind eigentlich die, die eigentlich selber gern mal einen Pimmel im Arsch hätten. Ich kenn, also von deiner Art, von deinem Anzug, von deinen Haaren, ich glaube, du hast homoerotische Neigungen und du druckst es und überspielst es mit homophoben Gehabe. Ist meine Theorie jetzt. Oh, no hate, no hate. Also, du meinst, dass ich so eine Einstellung hätte, oder? Meinst du? Ja, so wie du die Haare trägst, das Hemd, deine Art. Ich habe das Gefühl, du bist schon eher so ein bisschen Aber schau Bean. mal. Nein, nein, bin ich nicht. Ich war schon immer von Anfang an schon immer so. Okay, vielleicht hatte ich ja vielleicht nicht lange Haare gehabt. Ich habe einen Haarreif jetzt hier. Ich habe einen Ja, Abschnitt. eben. Ja, ich habe, wenn ich jetzt schon Gut, mal. du hast Haare, du Aber hast schau Haare, mal, ich wenn ich nicht. den Haarreif rauslasse, schau mal, wie ich aussehe. Wie sehe ich jetzt aus? Strubbelbild, oder? Also, deswegen nehme ich einen Haarreif und tue sie da hinten rein. Ich wollte mir schon immer lange Haare wachsen lassen, bis hierher. Und das wollte ich ja, das habe ich auch schon immer angekündigt. Wie kannst du jetzt mit so einer Aussage kommen, dass ich Meine das Meinung. B wäre? Wie kannst du jetzt das sagen? Also Minimum B. Also ein bisschen homosexuelle trägt ja jeder in sich. Mehr oder weniger. Das Ja. kann ich. Aber besonders ja, okay. Nein, 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 das bestimmt nicht. Also so, also da muss ich dich jetzt wirklich enttäuschen. Also so wäre ich jetzt sicherlich nicht. Vielleicht hätten das vielleicht andere gedacht über mich, aber ich bin nicht so. Ich bin ein Okay. Echsenmenschenjäger. Ich bin ein Echsenmenschenjäger, Nein, du bist einfach ein schlechter Troll, fertig. Aber Jürgen. egal. Das nächste. Ich war ja auch eine Fame-Hure hier am Anfang. Und ich verstehe nicht, wie du in andere Streams gehen kannst. Ich gehe jetzt online, ich gehe jetzt online. Hast du das dermaßen nötig? Die Aufmerksamkeit. Aber Ich warte meine. mal. Aber nur weil andere Leute gesagt haben, normalerweise, ich sagte eins, Happy haben. Ich wollte eigentlich heute überhaupt gar nicht live kommen. Ich wollte gar nicht live gehen. Oh, Moment, jetzt rufen Sie mal auf Privattelefon an. Ganz kurz. Wir wissen, wer das ist. Ganz kurz. Hallo, wird hier gebeten? Aufgelegt. Okay, gut. Ich bin da. Also, nee, ich muss eins sagen. Ich wollte ja heute Abend gar nicht live kommen. Aber. Ich war heute nur Zuschauer. Ich bin zu dieser Seite, zu dem, zu dem, zu dem. Ich habe zu jedem gesagt, hallo zusammen, guten Abend zusammen. Das weißt du ganz genau. Das kannst du auch selbst bezeugen. Ich gehe Weiter gleich hier. live, ja. Und der Einzige, bei wem ich heute beim einzigen Gast war der Batman. Bei ihm war ich das einzige Gast. Sonst war ich immer da. Ich bin früher oft Gast gegangen, damit man mich kennt, ne, bei Bekannten. Ich habe überall meine Birne, fette Birne reingesteckt, aber ich habe nirgends Ja. geschrieben, ich gehe gleich live. Und Ja. hast du noch Nerven für das Game, für das Jackie-Game? Auf jeden Fall warten wir ganz kurz. Hallo, hier ist Jackie Payne, Jäger. Hallo, hallo. Ey, wisst ihr was? Verpisst euch, Mann, du. Verpisst euch, Mann. Blöden Hater, Mann. Die regen mich auf, Mann. Ich schwör's dir. Jetzt kommt gleich die Polizei hierher und schickt mir die Pizza noch hierher. Ohne Scheiß, Mann. Ja, Jackie, also der größte Lacher heute, das warst du, als du gesagt hast, ich bin ein Senkrechtstarter. Ich meine, kein Polizist Deutschlands kennt Junau. Sind sie YouTuber oder Junauer? Das stimmt, Moment mal, da gebe ich dir recht. Nein, nein, da gebe ich dir recht. Als mich das erste Mal die Polizei kontrolliert hat, wo ich auf Echsenjagd war, die haben mich gefragt, sind Sie denn auf YouTube, auf Facebook? Ich habe gesagt, nein, ich war auf YouNow. Und die haben selbst gesagt, das kennen wir gar nicht. Okay, hier in Süddeutschland ist der YouNow nicht so groß präsent. In Norddeutschland vielleicht schon. Aber hier wird es noch präsent, Mann, auf jeden Fall. Also Jackie, ich glaube, die Schlinge um deinen Hals zieht sich langsam zusammen. Du hast mit dem Drachen gefickt. Und Ey, warte mal, warte, du warte, wirst warte. es Happy nicht mehr. Harvey, hör auf, so etwas zu sagen. Mir zu sagen, dass ich mit Dagen gefickt hätte, habe ich nicht. Ich war Gast bei ihm, er war Gast bei mir und er hat mich so sehr gern eingeladen. Harvey, warum machst du solche Äußerungen? Warum sagst du Weil das? ich das Spiel kenne. Ich kenne das Spiel. Ich wurde bekannt durch ein Dracheninterview und bin durch das Spiel gegangen. Aber ich habe das nicht mehr mitgespielt. Und warum Weil hast du es ich. nicht gemacht? Warum hast du es denn nicht weitergemacht? Warum?
Ja, weil ich nicht so famegeil bin wie du. Moment mal, Du ganz kurz. bist famegeil. Du hast Woher ja, du machst ja gar keine willst Kohle. du, woher willst du wissen, was mein Ziel ist? Woher willst, das weißt du doch gar nicht. Das, Du woher willst machst du denn das was aus mein Ziel? reiner Famegeilheit. Guck, du hast gar keine Supporter. Die Trolle geben dir nichts. Das Ich hast du habe nicht gecheckt. schon immer öffentlich gesagt, ich will keine Supporter, ich gehe für mein eigenes Geld selber arbeiten, okay? Und ich gehe jeden Tag arbeiten. Also, wenn jemand Also, supportet, drum machst du dann Werbung habe ich in das. anderen Streams für deine Streams. Wer sagt das? Wer sagt das? Ja, du warst ja bei mir, ich gehe gleich online und so. Also, es Warum? stört mich nicht. Ich Aber die find's haben mich einfach. doch gefragt, Moment mal, die haben mich doch gefragt, okay, wann gehst du online? Dann habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, ich komme jetzt online. Und das ist doch keine Werbung, nur weil sie mich fragen. Hallo? Stimmt mir nicht was. Also, warum machst du denn das Stream? Also, was willst du haben? Fame oder Ruhe im Leben? Ich will gar nichts. Ich will gar nichts. Jetzt sag mal ehrlich. Weißt du, was ich will? Weißt du, was ich will? Ja. Ich will ganz groß in die Elite rein. Ganz groß hoch. Und da komme ich auch hin. Ich möchte wissen, was Sie Welche mit uns Elite? vorhaben. Und das ist mein Ziel. Okay? Reicht das jetzt? Also, du denkst, die Illuminaten rekrutieren bei Juna Streamern? Woher willst denn du das wissen? Ja. Was glaubst du, wer der Gründer von YouNow ist? Ja. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Ja. ein Jude. Bestimmt nicht so einer wie du nicht. Okay, also bist du der Botschafter von Addie Sidemen? Also du bist quasi ein schwuler, da bist du sogar ein schwuler Zionist, kann das sein? Oh mein Gott, oh Bist mein du Gott. Jude? Bist du Jude? Ja, sag mir mal, ob du Jude bist. Was habe ich denn hinten für ein Zeichen? Schau mal. Was ist das ein Judenstern? Nee, ist es nicht. Nee, also Felgen klauen kann ich auch. Also du Ja, sagst, du gehst arbeiten. Ich vermute, das du gehst in ist Omas aber Felgen keine klauen. Felge. Das ist keine Felge. Ist es aber nicht. Das denkst du vielleicht. Das ist aber keine Felge. Also was ist das? Ja, siehst du? Eben, was ist das? Ja, komm mal Also auf dann die erklär Idee. mir doch. Ja, eben, errate mal, was das ist da oben. Errate mal, was das ist da oben. Pentagramm in Felgenform, ich weiß es Ach nicht. nein, das ist doch nicht mal Pentagramm. Also du bist Jude, du bist homosexuell, jetzt bist du auch noch Satanist. Was bist du noch alles? Unser Echsenjäger. Was kommt als nächstes? Bei 100 Zuschauern? Mach mal ein Ding, Happy Harping. Glaubst du, dass du mit solchen Sprüchen mich hier runterkriegen kannst? Glaubst du das? Nee. Na, aber du versuchst es doch. Du Aber willst ich doch. merke, du hast Angst, dein Droge haben. Dicke, fette Anzeige geht raus. Du hast eine andere Qualität, Hater, auf dich aufmerksam gemacht, als die normalen Juna-Trolle, indem du Moment mit mal dem ganz Rainer kurz. Winkler gefickt hast. Und Was du wirst hast das die du nächsten 3 Jahre nicht mehr. gesagt? Was hast du gerade eben gesagt? Dicke, fette Anzeige geht raus. Hast du das gerade Ja, eben gesagt? das habe ich gesagt. Moment. Heute hat mir bei Instagram einer geschrieben, ich glaube, dass du das bist. Dicke, fette Anzeige geht raus. Nein, das bist du. Du bist doch derjenige, wo die ganze Zeit mir hier schreibt. Nein, das bist Was? du. Du bist derjenige, wo mir die ganze Zeit hier schreibt bei Instagram. Ja, bist du mit Habil zusammen im Care-Team und lasst euch betreuen? Nein, jetzt weiß ich endlich mal, dass du das bist. Wenn du jetzt gerade eben öffentlich gesagt hast, dicke, fette Anzeige geht raus und das steht hier bei Instagram geschrieben. Also bist du derjenige, wo namenlos mich hier ganz schön klein runterschiebt. Jetzt weiß ich, dass du das bist. Also dann bist du derjenige, wo mir bei Instagram schreibt. Aber Jackie, das zeigt doch Die wie. Anzeige geht raus. So. Dankeschön für diesen Kommentar. Jetzt weiß ich, dass du das wenigstens bist. Ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast es selbst zugegeben. Selbst zugegeben. So ist es. So ist es. Also das. Du Das ist jetzt brauchst das. gar nicht lachen. Nein, du brauchst gar nicht lachen. Das ist ja nun mal so. Das zeigt, wie doof du bist. Du stürzt dich in ein Game und kennst nicht mal. Das ist wie Metal. Dicke, fette Anzeige ist wie Metal. Ja, Das aber. ist ein Drachenterminus. Verstehst du das? Okay, warte mal, eine Frage möchte ich dir sagen. Ja. Sei mal ehrlich, aber richtig ehrlich sein. Was hast du eigentlich gegen mich persönlich? Was Ich hast du habe gegen. nichts gegen dich. Ich habe. Doch, du hast was Ich. gegen. Natürlich Nein. hast du was gegen mich. Das Ich ist doch möchte. das Jackie, ich möchte dich retten. Du bist eine Fame-Hure, wie ich sie war. Nur mit weniger Intelligenz. Du möchtest mich retten vor wem? Vor Atokan oder Ja. was? Möchtest du mich vor Echsenkönig Atokan retten oder was? Ah, du schwitzt ja jetzt schon nach ein paar Pizzabestellungen. Guck mal, dein Kopf ist rot. Ja, bitteschön, ich schwitze Du nicht. musst ja Nein. jetzt schon, du machst jetzt schon Drohgebärden. Ja, die fette Anzeige geht raus. Ich war bei der Polizei. Der Dorfpolizist in Singen, der ist Internetspezialist. Sag mal, das ist so lächerlich.
Ja, vielleicht mag das ja für dich lächerlich sein, Nee, nicht aber bös gemeint. Wirklich nicht nein, bös gemeint. Gute okay, du, Show, gute Show. ich kann Kritik vertragen, das sage ich ja nicht. Ja, Aber das schätze ich an dir. Das schätze ich an dir. fragen wir mal doch die Zuschauer. Frag sie doch mal. Frag doch mal die Zuschauer. Wir sind jetzt schon 355 Zuschauer hier um diese Uhrzeit. Wir haben 1 Uhr 1. Es ist also eine sehr spätere Zeit, dass wir überhaupt so Unter viele der Zuschauer Woche, haben. ja. Ist ja schon ungewöhnlich, oder? Aber du kannst ruhig mal fragen, ob Sie, die Ah, Zuschauer, nee. was gegen mich haben hier. Nein, du bist hier Spielzeug. Die Katze spielt auch mit der Maus, bis sie sie frisst. Und deswegen sage ich dir eins: Du hast bei Juno versagt. Du hast einfach versagt. Ich bin nicht derjenige, der sagt: Du, ich bin der Große. Ich habe ganz öffentlich, wo ich noch nicht Oh. mal. Warte mal, lass mal aussprechen. Ich lasse wegen Instablond. Ich Moment mal, bin über 100 Kilo. ich war noch nicht Partner hier bei Juno. Ich habe zugegeben, die Erde ist flach. Ich war Echsenmenschen, bin auf paranormaler Aktivität. Und das habe ich auch zugegeben. Fertig, aus dem Schluss. Ja, also. Und ja, ja, hallo. Willst du nicht was dagegen sprechen oder was? Also gut, und als nächstes gibst du zu, dass die Wurst zwei Enden hat, wenn die Themen langsam abflauen. Was kommt als nächstes? Dass das prähistorische Astronauten. Das habe ich doch nie behauptet. Das habe ich doch nie Nee, behauptet. es passt doch. Es ist doch schön. Es ist doch schön für die Zuschauer. Sie feiern dich. Du bist der Trottel, der für sie den Blödsinn macht und sie können sich selber im Gast abfeiern. Passt doch. Meine lieben, verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Frage an euch. Ja, Bin Madame. ich der Trolltrottel für euch? Moment, warte mal. Wenn ich der Trolltrottel für euch bin, meine lieben Zuschauer und Zuschauer, Hashtag 1 Trolltrottel Jackie Payne, Hashtag 2 Trolltrottel Happy Harping. Bitte schön. Jetzt sollen Sie mal doch eine Entscheidung abgeben. Nein, sollen Sie mal ab. Ich will das wissen. Du wärst der erste Juna-Partner, der höher als 10 zählen kann, ne? Das machen Sie doch beim Fernseher ja auch. Auf jeden Fall. Ja, aber da muss der Streamer auch bis 15 zählen können, Jackie. Was muss ich denn? Was muss Ist ich denn? ziemlich ausgeglichen, ne? Das ging ein bisschen in die Hose. Meinst du? Ja, guck mal, jetzt bin ich ein bisschen vorne. Jetzt einer für dich. Happy Harping, ich weiß, was dein Ziel ist. Du möchtest mich hier einfach runterziehen. Das ist doch das. Nein, Natürlich. nein. Ich weiß doch, dass du mich hier einfach runterziehen willst. Das ist Oh, doch der das. böse, der böse, böse Happy. Ja, das Publikum hat entschieden, jetzt will ich dich runterziehen. Jetzt musst du die Pille ausschlucken. Aber die haben schon mal, alle schreiben doch Hashtag 1. Ja, Jackie Chan, Trottel, oder? Eins. Ja, also, und jetzt? Was habe ich gesagt? Ja gut, wenn es Zuschauer bringt. Weißt du was, ich mache Platz für andere Leute. Ich hab's dir gesagt. Ich wünsche dir viel Spaß und denk dran, eine Pizza hat über 2000 Alles gut, Kalorien. Happy Harping, das ist vielleicht deine Meinung oder so. Ich möchte eins ehrlich sagen, ich habe nie was gegen dich gehabt, ich habe auch nie Ich gegen auch dich nicht. geredet. Nein, ich habe nie über dich schlecht geredet. Das kann mir jeder bezeugen. Ich Aber habe das tue ich auch nicht. Moment, ich habe hier eigentlich über jeden Streamer überhaupt nie schlecht geredet. Wenn ich einen Content habe, dann stehe ich dazu. Und wenn ihr das lächerlich findet, dass ich an die flache Erde glaube, dass ich Echsenmenschen jage, das ist denn ihr Problem. Aber was ich sage, ist einfach die Wahrheit. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, du kannst in Okay. deiner Traumwelt leben. Was ich mache, ist meine Sache. Fertig, aus. Das Und war. sag. Ja, so überzeugend wie jetzt warst du selten. Aber ich sag dir einfach, du hast eine andere Qualität von Trollen und Hatern auf dich aufmerksam gemacht und jetzt musst du damit umgehen können. Ich Aber konnte die Leute umdrehen. Vielleicht kannst du das auch. Moment mal, du hast letztes Mal gesagt, du warst bei irgendeinem Streamer als Gast, du hast gesagt, der Jackie Payne wird genauso runtergehen wie Benedikt. Ja, das wird so Weil sein. der Jackie Payne trollt so schlecht als der von Benedikt. Das war doch deine Aussage. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, aber weißt du, die Trolle, die haben es geschafft, den Benedikt mürbe zu machen, bis er keine Lust mehr hatte. Ja, aber da hat der Benedikt vielleicht, ich kenne Benedikt nicht so gut. Ich habe so einige seinen Broadcasts angeschaut, aber ich kenne ihn nicht so gut. Er war noch nie bei mir als Gast, ich war jemals bei Gast bei ihm, aber vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Du musst immer denken, wenn irgendeiner herkommt von einer Glaubensgemeinschaft, oh, ich bin Jesus, das und das, ich will euch allen helfen. Also dann ist es wohl ein Fehl. Ich sag nicht, dass ich dir helfen will. Ich sag niemandem, dass ich irgendjemandem helfen will. Ich sag nur meine Meinung. Ich gehe einen Content nach. Das heißt ja nicht, dass es ein Content ist, jetzt, weil ich bin ein Flacherdler, ich glaube daran und ich glaube, dass die echten Menschen auch hier unter uns existieren und dazu stehe ich auch. Fertig, aus dem Schluss, das kann ich ja jeder hören.
Und was wollen sie denn gegen mich machen? Was wollen sie denn gegen mich machen? Nichts. Die können nichts dagegen machen. Und wenn sie sogar Fragen haben, dann werde ich sogar die Fragen beantworten. Eins, was Ja, ich. okay, das ist jetzt der Anfang, ne? Die Leute sind auf dich eingeschossen und irgendwann musst du dich entscheiden, willst du Ruhe haben oder willst du deinen Content weiterziehen, ne? Und wenn du kein Geld verdienst und nur Zuschauergeil bist, Nein, dann nein, 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 nein. Moment, Moment. Ich habe niemals gesagt, dass ich zuschauergeil bin. Ich habe noch nie, das kann mir jeder hier bezeugen, ich war noch nie auf irgendeinen Support hier abhängig. Wenn sie etwas gemacht haben, haben sie es freiwillig gemacht, weil ich tue auch ab und zu mal Support. Wenn mir einer gefällt, wenn einer etwas sagt, dann supporte ich ihn. Ich bin ja nicht auch der reiche Millionär hier. Will ich nicht. Es gibt auch einige, die noch viel mehr haben als ich. Aber ich sage nur, und wenn ich nur ein kleines Stück abgebe, und wenn es nur so klein ist, dann gebe ich es von meinem Herzen aus. Aber nicht so wie andere, die es sofort müssen. Ich bin wenigstens ehrlich. Und das sage ich dir auch jetzt gleich. Und wenn es auch jeder weiß. Und wenn ich hier Waren kaufe, egal wie, und ich mag Menschen, die sagen, oh, ich finde sie geil, ich finde sie gut, die haben guten Content, dann gebe ich denen was. Warum? Immer geben, nehmen, nehmen. Da muss man ein bisschen was geben. Aber ich bin nicht der Supporter mit Kronen hier. Ich will auch niemandem etwas hier zustimmen, weil was die machen, das ist ihre Sache. Ich kann nur so weit gehen, soweit meine Füße für meine Decke reichen. Mehr kann ich nicht machen, okay? Weißt du, Jackie? Was das andere angeht, ob Zuschauer, ob keine Zuschauer, cool, schau mal, ich bin jetzt hier fast 50 Minuten online, habe 6000 Lives, fast mal 419 Barren und ich habe niemanden gesagt, dass sie mir etwas geben sollen. Niemand. Und wenn mich einer mag, wenn sie sagen, Jackie Payne, wir mögen dich und wenn jemand etwas gibt, dann freue ich mich ja sogar darüber. Ich freue mich ja sogar darüber. Aber das ist dann ihre Sache. Das ist dann ihre Sache. Aber Also, Jackie. ich tue niemanden betteln. Niemanden betteln. Nee, Das weiß nee, und. jeder. Jeder weiß das. Und wenn ich mit Drachen, wenn ich mit dem Rainer Winkler zu ihm Gast gehe und ich abonniere ihn und ich komme mit ihm gut aus und die anderen haben Probleme damit, dann ist es denn ihr Problem. Und ich verstehe Ja. mich gut mit ihm. Nein, das gebe ich öffentlich. Ich Ja, aber du, verstehe mich du mit hast. dem Rainer Winkler gut mit ihm. Also, du Einfach. bist. Ja, gut, du bist ein Drachenfreund, das ist schon gefährlich für Streamer. Da bist du noch ein Flacherdler, ein Echsenjäger. Du hast 120% Maskenpotenzial. Nicht für mich, sondern für diese Leute. Verstehst du das? Okay. Und das meine ich, ich meine das nicht mal böse. Ich sehe bei dir ähnliche Muster wie bei mir früher. Nur war ich halt viel zu provokant hier. Und was die Leute nicht verstehen, ist, dass Kritik nicht immer Hass ist. Wenn jemand mir die Chance gibt, wie du, das zu sagen, was ich sagen möchte, dann bin ich nicht der Pitbull, der sich dann an den Haaren schenkt. Was ich hasse, sind die Leute wie Habiel, die sich dann ihre Welt zurechtblocken und dann noch schlecht. Und verstehst du, dass du nicht blockst, das rechnet dir extrem hoch an. Also ist nicht nur negativ, gell? Blocke nicht, warum soll ich denn blocken? Für was? Ja, und wenn ich habe meinen Scheiß jetzt gesagt und für mich passt's, ne? Schau mal, Ding, Happy. Du Ein bist jetzt anderer. nicht ein neues Opfer für mich oder ein neues Ziel oder irgendwas. Nein, Das nein, Ding, Happy, Happy. Ein anderer an meiner Stelle hätte dich schon längst rausgekickt. Schon längst hätte er dich rausgeschossen. ja, eben, ich Aber sage, du nein, bist ich ne. höre dir zu. Du hast vielleicht sicherlich eine Meinung. Du willst mir etwas rüberbringen. Ich will sagen, ich höre dir auch gern zu. Schau mal, hör doch gern zu. Du hörst mir gern zu, finde ich auch okay. Ich meine, Leute schauen uns zu. Und warum soll ich dich jetzt einfach hier rauskicken? Weil du, es interessiert mich, was du über mich denkst, was du über mich sagst. Du hast sicherlich deine Meinung. Kannst du auch sagen. Du kannst sagen, du, Jackie Payne ist ein Dreckschwein, Jackie Payne ist ein Lügner, der tut doch euch hier nur alle hier manipulieren, was weiß ich drum und sagen. Kannst du ruhig sagen. Kannst du auch sagen. Sicherlich. Nee, Du hast dieses Recht. du bist jetzt nicht dermaßen widerlich oder dass ich kein gutes Haar an dir lassen kann. Man muss ja korrekt sein und man muss ja auch sagen, was gut ist an den Leuten, ne? Und was du hast, was andere Partner nicht haben, ist, dass er sich den Leuten stellt. Aber ich glaube, du kommst schon langsam ins Schwitzen. Aber da musst du jetzt durch. Ich habe alles gesagt, was ich sagen will, ne? Ich darf ja auch schwitzen, ich bin auch kein Echsenmensch, ich darf ja auch schwitzen, so Ich klar. bin dick und schwitze und du hast zu enge Hemden und schwitzt, ne? Dann passt's ja. Also ich wünsche dir noch ein gutes Nächtle. Ja, ich wünsche dir auch gutes Nächte. Dankeschön, dass du da warst und ja, Und guten Abend. wir haben nicht zu richten, das macht der Herr Atokan für uns, ne? Ja, also ich wünsche Du willst jetzt sagen, du bist ein Gläubiger von der Hexenkrieg. Atokan, ich stehe viel. Natürlich. Das glaube ich dir sogar, dass du zu. Ja, okay, alles klar, er hat sich selber rausgekickt. Okay, meine Damen und Herren, ich habe ihn ja als Gast genommen, er hat seine Meinung gesagt, ist kein Problem. Ich meine, ist ja sicherlich, dass ich jeden mal hier als Gast nehme und wenn auch der oder der andere kommt, ich bin ja nicht der Mensch, der man einfach hier einen rauskriegt oder so, sicherlich nicht. Hier kann jeder reinkommen, jeder kann hier mit.
Ach, wunderschön, es klingelt schon wieder. Jeder kann hier mit mir diskutieren. Ich bin für jeden offen hier. Bin ich auch für jeden offen. Und wenn die meinen müssen, wenn die wirklich meinen müssen, Jackie Payne ist ein Schwätzer, der ist ein Troller, der trollt hier. Ich sage euch nur eins, ich habe hier bis heute niemanden persönlich getrollt. Niemanden. Ich bin selbst rausgegangen. Ich bin, bevor ich noch Partner war, ich bin selbst auf Echsenjagd gegangen, ich bin auf Geister gegangen, ich bin auf paranormale Aktivität gegangen und niemandem gesagt, komm, folgt mir, habe ich niemandem gesagt. Niemand. Den Zuschauern hat gesagt, du Jackie, okay, geh raus, wir schauen dir zu, fertig. Das war es auch so. Und wenn ich sage, ich bin ein Ex-Menschenjäger, dann bin ich es auch einer. Fertig aus. Wenn einer damit nicht zurechtkommt, dann ist es sein Problem. Da muss er auch nicht zuschauen. Ich meine, trotzdem schauen sie zu. Schauen wir mal, was der Jackie Payne macht. Schauen wir mal, was Jackie Payne macht. Was hat er jetzt wieder heute vor? Mit wem will er heute wieder angehen? Und das ist das Problem. Und wenn irgendeiner sagt, ach, Jackie Payne ist ein Dummschwätzer, Jackie Payne ist ein bla 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 Laberer. Du, wenn es irgend hier einige Zuschauer gibt, ich sage euch noch eins, ich habe hier gegen niemanden was. Ihr könnt zuschauen, wer will. Von mir ist kann auch Donald Trump und Angela Merkel oder Kim Jong-un zuschauen. Ist mir auch egal. Jeder kann hier zuschauen. Und ich möchte auch hier niemanden runterziehen. Aber wenn es dir nicht Spaß macht, und sagen, du, Jackie Payne, du bist langweilig. Dann du, dann geht doch nach Hause, macht's Licht aus, schaltet ab und tschüss, fertig, Ausschluss. So, das ist so. Und das ist so. Ich weiß gar nicht, was die für Leute für Probleme haben, ey. Ich verstehe das nicht. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Wisst ihr jetzt, was ich mache? Ich gehe jetzt offline und das reicht. Jetzt nicht nur wegen dem Gast hier. Ich habe sicherlich noch einige Gäste hier. Sie wollen vielleicht sicherlich auch mal etwas sagen. Natürlich nehme ich auch einige Gäste hier rein. Nur ich weiß eben, schau, Dave, komm hier als Gast rein. Ich nehme hier als Gast rein. Komm, dann, also, ich hoffe, dass du nicht umsonst gewartet hast. Nicht, dass du sagst, oh, Jackie Payne und den als Gast. So, bitteschön, guten Abend. Hallo, ich hoffe, du kannst mich hören. Hey, Hallo. Ben, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, laut und deutlich. Ey, super, was du hier machst, ey. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Dankeschön, Dankeschön, Dave. Ja, also, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich bin ein Jackie Army. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, also, ich bin wirklich gegen Ex-Menschen, ja. Ja. Und, Warum? Okay. Warum diese Diskussion hier? Ich verstehe Aber es nicht. du hast es doch selber mitverfolgt. Du weißt doch ganz genau, Ja. der Gast vor mir. Ich sag's nur so. Der Gast vor mir wollte vielleicht mal irgendwie mal groß rauskommen. Man hat ihn runtergeknipst Ja, und runtergeknipst und ist so viel, runtergeschossen. so viel. Jetzt bin ich da, pass auf, ich muss so sagen. Ich bin ja nicht Ja. der Mensch, wo mich. Ich will ja nicht hochkommen. Nein, ich mach's doch. Ich Nein, mach doch Content. Ich mach. du wirst nicht hochkommen. Komm mal runter, Jackie, komm runter. Komm Ja, runter. klar, nein, Nimm es geht mich. ja nicht wegen dem. Er Nein, ruft. nein. Ich kenne dich ja. Jackie, Du Jackie, kennst mich, ich runter, helfe, du kennst runter. mich, ich bin. Jackie, Du weißt, wie ich bin. Jackie, komm runter. Bisschen Tabasco, bisschen Tabasco, komm. Ja, okay, ich bin schon unten. Okay, warte, Alter. ah, da ist es denn schon. Da, Alter, komm, da, du, da kann ich Tabasco, sogar messen. ich dir, komm, Ja, komm. komm, Jackie, Tabasco, du bist Tabasco, durch. ich hier, komm. Okay. Wir beruhigen uns, wir beruhigen Jackie, Jackie, ich bin auf deiner Seite. Auf jeden Fall. Ja. Was willst du mir jetzt sagen? Hast du irgendeine Information oder willst du irgendetwas sagen? Ich habe keine Informationen irgendwie über Ex-Menschen oder so. Ich bin nur auf deiner Seite. Dankeschön. Danke dir. Absolut, absolut, absolut bin ich auf deiner Seite. Ja. Aber jetzt habe ich dann. Wo kommt das Rauschen her? Habt ihr Rauschen? Ja, ich höre das Rauschen auch, aber ich weiß nicht, woran es herkommt. Keine Ahnung, das sind vielleicht die Äpfel, die das Was? Rauschen hier bringen. Also einen Moment kurz, einen Moment. Ganz kurz, ich muss mal wieder was ändern hier. So. Ah. Ah. Das kann, das kommt von dir, ne? Das kommt von dir. Moment. Ja. Besser? Ja. Jackie, Jackie, Das Rauschen wirklich. ist weg. Alter, Jackie, Jackie, du bist wirklich ein super Typ, ey. Ich respektiere Dankeschön. dich. Du, wie du bist. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Also, so wie du bist, so wie du bist, ja. Ja. Ich verfolge deine Livestreams und ja, das ja gut.
was willst du halt, was willst du halt zeigen den Menschen? Ja, Adukan, über Adukan. Moment mal, ich will den Menschen nur eins zeigen. Ich will sie nur beschützen vor den Echsenmenschen. Aber jetzt Adukan ist ein Fake. Adukan ist ein Fake. Ich bin ein Army. Army Jackie Payne, Army. Bin ich. Ich bin ist dein. Ordnung. Dankeschön, Dankeschön. Finde ich auch gut, finde ich auch gut. Ja, ich bin dein. Ich bin dein Soldier. Weißt du, ich bin dein Krieger. Verstehst du? Für dich. Ja, auf Moment, jeden Fall. ein Hater ruft an, ganz kurz. Okay, Ah, okay. der hat wieder aufgelegt, der hat wieder aufgelegt. Mein Gott, ey, was machen die für eine Scheiße, ey? Das habe ich dir, weißt du, das habe ich schon so oft angehört, wo die Leute da angerufen haben, ja. Und das sind die so asozial, ja, dass sie sich nicht irgendwie melden. Was soll ich denn machen? Kann sie nicht. Guck mal, dass ich mein Rauschen irgendwie rauskriege. Ja, auf jeden Fall rauscht es so sehr brutal. Ich weiß nicht, Ja. woher das Rauschen herkommt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Warte mal. Es ist einfach schlimm. Das ist einfach schlimm. Besser? Ja, jetzt ist er leiser geworden, aber jetzt hörst du mich. Besser? Ich kann es dich jetzt nicht mehr hören. Ist es besser? Ja, okay, ist besser, aber ich höre dich halt ein bisschen leiser. Da musst du halt ein bisschen lauter. Da, jetzt rufen sie Ja, wieder an. okay. Warte mal, ich Besser? muss gucken. Ja, warte mal ganz kurz. Hallo? Hallo? Dreckschwein. Ey, wenn du schon mich anrufst, dann rede doch mal was, Mann. Pisser, Mann, du. Ey, ohne Scheiße, das ist eine Das ist Krankhaft, so ey. asozial. Oh, Das ist so oh. asozial, Alter. Guck mal, Es ist das krankhaft, sowas. Das ist Alter, natürlich totale ist Scheiße, das was die hier asozial, machen. Alter. Natürlich ist das asozial, Alter. Alter, guck mal, die haben mich auf, wo ich den Drachen da abonniert habe, ja, Ja. Rainer Winkler abonniert habe, da Ja. kamen die alle auf YouTube und da haben die mich alle gehatet, ja. Ja. Und da habe ich die ganzen Profile ja, gemeldet. Die Du ganzen hast es Profile. gemeldet, du hast es gemeldet, oder? Ja, natürlich. Natürlich alle gemeldet. Alle gemeldet. Und Moment mal, warte mal. Warum? Ich meine, eine Frage privat an dich. Warum hast du Drachenlord abonniert? Warum hast du ihn überhaupt abonniert? Damit du mit ihm reden kannst. Ja, damit ich mit ihm schreiben kann. Und hat er dir auch zurückgeschrieben? Hat er dir auch zurückgeschrieben? Ne, der kann ja, ja gut, wenn man halt abonniert. Da kann man natürlich mit ihm schreiben, ja, und Okay. dann schreibt er halt so zurück oder halt als da sagt er halt was, Hallo? weißt Hallo? Wer bist du? du? Hallo? Wer bist du? Kannst du mal bitte sagen, wer du bist? Rede mal, 1955. wer du bist. Rede mal bitte, wer du bist. Jackie Payne, wer bist du? Nein, ich hab einen Hater, ich habe einen Hater Ach am so, Telefon. ach Ich so, hab ach einen Hater. so. Okay. Du sollst mal reden. Rede mal bitte, warum du mich anrufst. Du sollst reden, wenn ich dich was frage, Mann. Rede, rede! Steh, beruhig dich doch mal, was geht mit dir dann? Beruhig dich doch mal. Ey, Alter, ich bitte dich. Konferenzschaltung, jetzt geht's richtig los. Hallo. Er hat aufgegeben, er hat aufgegeben. Ah Er ja, konnte nicht mehr. Er musste aufgeben, es war ihm zu viel. Jackie, ich bin auf deiner Seite. Absolut. Dankeschön, Dankeschön, Dave, Dankeschön. 100%. Ich bin definitiv 100% auf deiner Seite. Ja. Ja. Und ich unterstütze dich. Ja, 100%. okay, super. Ja. Ich mag dich. Ich habe, Dave, ich habe einen Tier Dash vom Pizza Blitz, wo sie mir die Pizzalieferung gebracht haben. Die haben sich Ja. jetzt bei Juno angemeldet. Ich möchte ihn jetzt mal als Gast haben. Ich will wissen, wer das ist. Ach so, auf jeden Fall. Ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung, Ja, wenn ich ihn als selbstverständlich, Gast nehme? selbstverständlich. Mach mal. Einen Moment. Oh, jetzt alles Katastrophe hier. Alles. Ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Ja, okay. Dankeschön, Dave. Pizza Blitz. Die Lieferanten sind jetzt bei mir als Gast. Ich will mal schauen, was sie zu mir zu sagen haben. Pizza Blitz. Jetzt Pizza Blitz als Gast bei Jackie Payne. Bitte schön, guten Abend. Hallo. So, ich hoffe, die Verbindung läuft hier. Hallo, Pizza. Oh mein Gott, das Telefon klingelt wieder. Ja. Ach, Hallo. Jackie, ach, Jackie. Oh nein, ey. Sag mal, du bist, ey. Weißt du was?
Vernichte dich. Ich komm nie wieder in meinen Gast rein. Ich bin scheiße, komm nie wieder hier rein, Mann. Du machst dir hier ein Logo von Peter Blitz, kommst hier rein und gibst dich aus, als wärst du der Pizzalieferant von gestern oder was? Sag ich scheiße, oder was? Oh. Das darf ja nicht wahr sein, ey. Sowas. Hör mal, scheiße. Denkt ihr, damit könnt ihr Jackie Payne trollen? Ich sag euch eins. Es gibt zwei Varianten, wenn man fragt, bist du Jackie Payne oder bist du nicht Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Ich hab dich gefragt, ob du Jackie Payne bist. Nein, das bin ich nicht. Dann halt die Fresse. Also, wenn ich sage, dann halt die Fresse, dann halt die Fresse. Stopp, stopp, stopp. So, dann gibt es noch eine Version. Bist du Jackie Payne? Bist du Jackie Payne? Ich hab dich gefragt, ob du Jackie Payne bist. Ja, ich bin es. Dann stream weiter. Ja, das ist die zweite. Dann stream weiter. Ich muss auch weiter streamen. Okay, also, meine Damen und Herren, wenn sich das in ganz Deutschland rumspricht, bist du Jackie Payne, sagt immer ihr, ja, ich bin es. Weil dann wird Atokan aufgeben. Weil wenn einer sagt, nein, ich bin es nicht, dann sagt er, dann halt die Fresse. Und das wird Atokan sagen. Also wenn mir einer zu mir sagt, bist du Jackie Payne, bist du Jackie Payne? Ja, ich bin es. Stream weiter. Ja, dann streamt er weiter. Ist er besser. Ist lieber besser, weiter zu streamen. Mann, der gibt immer nicht auf. Der gibt nicht auf. Allora, Jackie Paino. Was soll ich machen? Also ich soll rausgehen. Ich höre da ja gar nicht. Ich kann auch Mut halten. Dann hört es ja nicht. Warte mal, ich mache mal Stummschaltung. So, meine Damen und Herren, Jackie Payne, ach nee, sorry, mein Handy Akku leer, Akku ist leer geworden und schade für denjenigen, der jetzt angerufen hat. Das war so ein wichtiges Gespräch hier. Das war so ein wichtiges Gespräch. Dave, auf die, weil du mir gesagt hast, ich soll Tabasco trinken. Oh, das hat mit meinem Hals verbrannt, ohne Scheiß. Meine Damen und Herren, ich werde hier jetzt den Stream beenden. Das war so ein wichtiges Gespräch. Also derjenige, wo mich hier angerufen hat, der war kein Hater, der wollte sogar mir behilflich sein, hat mir sogar einige Punkte gesagt, wie sie an meine Adresse gekommen sind, wie sie meine Telefonnummer gefunden haben und so. Das fand ich sehr, sehr gut von ihm. Das war also einer, der wo mir helfen wollte, fand ich auch sehr, sehr gut. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt offline gehen. Jackie Payne geht jetzt offline. Ich sehe an die Uhr 13:30. Das ist schon sehr, sehr recht zu spät. 1:14, eine Stunde 40 Minuten ist schon lange Streamzeit. Ich möchte euch sagen, einen wunderschönen Abend
wünsche ich euch. Ich danke euch, dass ihr überhaupt hier wart. Ich hoffe, es hat euch. Zwar hatte ich heute Abend ein ungewollter Stream. Ich wollte heute überhaupt gar nicht streamen. Ich habe schon so viel zu tun. Ich habe so viel hier. Ihr könnt es gar nicht vorstellen. Dankeschön für eure gesamten Herzchen. Momo, Kuschelmuschel, Dankeschön, dass du auch da bist, dass du die Zeit genommen hast. Ich euch wunder einen wunderschönen, schönen Abend. Ich will jetzt den Stream beenden. Also auf jeden Fall, wie angekündigt, morgen Abend werde ich da sein, damit es jeder weiß. Morgen Abend werde ich einen extra Stream machen, einen ungewöhnlichen Stream. Morgen Abend werde ich alles über Echsenmenschen erzählen. Ich werde erzählen, wie sie leben. Ich werde erzählen, was für einen Geschlechtsverkehr sie haben. Ich werde erzählen, wie sie sich Kinder erzeugen. Also in der Echsenwelt ist es ganz, ganz anders wie in unserer Welt. Das heißt, wenn Echsenmenschen sich paaren, ist es nicht so wie beim Mann auf sie drauf ist oder die Frau auf ihn. Die Echsenmenschen paaren sich während dem Stehen. Die stehen, aber keine weiteren Dinge hier abgeben. Und ich finde es gut, dass einer von der Echsenwelt, ich kenne einen, der sich frei bewegen hier auf der Erde, er muss aber wieder zurück, der kommt in einer, zwei Stunden hierher, trifft sich mit mir und geht wieder zurück. Und er hat sogar zu mir gesagt, Jackie Payne, du bist der Einzige jetzt hier daran, wo du da bist, außer der Elite-Gesellschaft, dass wir dich in unsere Echsenwelt mal reinnehmen, dass du mal schauen, was in der Echsenwelt passiert, was da abgeht. Und ich werde die Identifikation bekommen. Und da finde ich sehr, sehr froh darauf. Das ist für mich viel besser als einen großen Lottogewinn. Ich möchte wissen, wie es da unten abgeht. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich werde sie auch fragen, ob ich eine Kamera mitnehmen kann. Darf ich vielleicht ein paar Videos machen, wie ihr überhaupt lebt oder so. Oder ein paar Fotos machen. Wenn sie mir das erlauben, dann werde ich das tun. Wenn nicht, dann halt nicht. Vielleicht haben sie auch etwas zu verbergen, so wie wir auch von denen ja auch. Auf jeden Fall gibt es morgen Abend einen Sonderstream von Jackie Payne um 21.30 Uhr. Kann aber auch sein, dass ich um 22 Uhr kommen kann. Also diese halbe Stunde müsst ihr euch halt gewährleisten. Und dann werde ich da sein und werde euch alles erzählen, wie die Echsenmenschen leben, was für einen Geschlechtsverkehr sie haben, was sie essen, wie sie sich ernähren. Und das ist ein sehr interessantes Thema. Ich hoffe, ihr seid morgen Abend dabei. Und Jackie Payne geht jetzt offline. Jackie Payne ist jetzt offline und ich werde jetzt auch schlafen gehen, weil ich habe schon genug die Schnauze voll hier, was hier abgeht am Telefon. Auch man ruft mich schon auf einem privaten Telefon hier an, also auf das Haustelefon. Das ist wirklich sehr mal schade. Ich hoffe, dass es einem von euch auch nicht passiert. Jetzt kann ich den Rainer Winkler auch sehr gut verstehen. So. Ich weiß, ihr sagt, da ist ein Gast, aber ich kann nicht mehr, ich werde jetzt auch keinen Gast mehr annehmen. Nein, es ist jetzt fertig, weil es ist ein außergewöhnliches Zimmer, es war ja auch gar nicht angesagt. Nur falls, es waren einige da, bitte Jackie, geh Gast. Ja, und ich bin jetzt auch Gast, ich bin jetzt auch hier, nee, geh Gast, sorry, geh online. Und jetzt war ich halt online da und war okay, ihr habt gehört, was war, der und der waren da und ich hoffe, der eine war gegen mich, der andere war für mich und so. Und bitteschön, du, ich schaue jetzt nicht, wer im Gast ist. Ich weiß auch nicht, wer im Gast ist. Und dujenige, der wo Gast bist, komme morgen wieder. Ich nehme dich morgen als Gast. Ich schaue jetzt, wer du bist, wie du auch heißt. Ganz kurz. Du bist Flumi vom Weltall. Meine Fresse. Also, wenn ich wüsste, dass du jetzt Gast bist, ich müsste jetzt gerade kurz schauen. Ich war jetzt heute bei deinem Stream als Zuschauer. Also Flumi vom Weltall, komm bitte morgen als Gast, weil morgen möchte ich dich als Gast haben, weil morgen geht es um Echsenmenschen, das gesamte Leben über Echsenmenschen. Komm bitte morgen als Gast, aber nicht bitte heute, okay? Lieber morgen, es wäre viel besser für dich, weil ich beende den Stream. Dankeschön für das Zuschauen. Jackie Payne dankt euch allen, dass ihr überhaupt da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das finde ich sehr, sehr schön, um diese Uhrzeit noch so viel Zuschauer zu haben. Ein wunderschönes Dankeschön von mir an euch. Wir werden uns morgen Abend wieder sehen, wenn es heißt, Jackie TV wird erzählen, wie die Echsenmenschen in Wirklichkeit auch leben. Ich glaube, das wird auch sicherlich vielen interessieren. Ich liebe euch. Dankeschön für den Support. Ich danke überhaupt, dass ihr überhaupt da seid. Okay? Ich liebe euch. Passt auf euch auf. Und so, was ich euch mitgeben will. Am 31. Oktober, am Halloween-Abend, passt auf, das ist genau dieser Tag, wo so viele Echsenmenschen unterwegs sein werden. Warum? Ganz einfach, weil die normalen Menschen, es sind so viele maskiert.
Die Echsenmenschen brauchen sich nicht maskieren. Passt auf, lasst euch nicht einwickeln, denn die Echsenmenschen sind wieder auf der Suche, um Menschen wieder zu entführen, weil an diesem Tag werden wieder sehr viele Menschen entführt. Und bitte passt auf, vertraut niemanden, bleibt mit Freunden zusammen, bleibt in einer Clique, in einer Gruppe zusammen und lauft nicht alleine rum, okay? Weil diese Echsenmenschen sind sowas von dreist, sie können euch innerhalb in 20 Sekunden sowas von reinlegen und ihr seid auf einmal, wacht ihr auf und dann seid ihr auf einmal in der Echsenwelt. Das soll nicht geschehen, okay? Passt auf euch auf und wenn jemand Hilfe braucht, ruft mich an. Ihr habt meine Instagram-Adresse und ich werde euch helfen. Meine Stäbchen sind für euch da und ich werde euch, egal wo ihr seid, euch wieder herausholen. Okay? Ich liebe euch. Bis dann. Ciao. Von Jackie Payne. Und ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Und tschüss.